Alkoholfreie Drinks haben ein immenses Imageproblem. Das liegt aber vor allem eben daran, weil die Barkeeper alkoholfreie Drinks einfach nicht ernst nehmen. Sie fangen dann an, irgendwelche billigen Säfte mit irgendwelchen chemischen Sirupen zusammenzumischen und hast dadurch dann so eine Saft-Sirup, was auch immer das eben sein soll. Und dass alkoholfreie Drinks einfach viel mehr können, das möchte ich dir jetzt gerne in diesem Video zeigen, weil wir merken einfach bei uns in der Bar Wagemut, wie dankbar unsere Gäste immer sind, wenn sie bei uns alkoholfreie Drinks bestellen und dann einfach so die Reaktion ist immer so, Und wir kriegen dann noch oft die Frage, sag mal, bist du sicher, dass da kein Alkohol drin ist, weil es einfach zu gut schmeckt? Und uns geht es auch darum, dass du dich nicht dafür schämen musst, einen alkoholfreien Drink zu bestellen. Wir merken nämlich ganz oft, wie die Gäste dann immer sagen, ja, ich trinke alkoholfrei, weil sie fangen an, sich zu rechtfertigen. Aber alkoholfreie Drinks können extrem gut sein, wenn du es eben richtig machst. Es geht allerdings um Komplexität, musst du verstehen. Also Komplexität ist immer das A und O. Und ich zeige dir jetzt, wie du eben Komplexität in einen alkoholfreien Drink kriegst. Dadurch, dass dir eben diese geschmacksgebende Komponente an Alkohol fehlt, sind eben diese alkoholfreien Drinks oftmals ziemlich lahm. Und deswegen bedienen wir uns im Wagemut mit Schwapps einfach. Schwapps ist eine alte Zutat, ist eine alte Cocktailzutat. Das ist ein Fruchtsirup auf Essigbasis. Und ich zeige dir jetzt mal, wie wir eben so einen Sirup herstellen. Es geht nämlich darum, dass wir Fruchtigkeit mit Säure kombinieren und daraus dann etwas eben nach vorne bringen. Das heißt, wir benutzen als Basis jetzt einen Birnensaft. Das ist jetzt ein ziemlich schöner Birnensaft in Bio-Qualität. 150 Milliliter nehmen wir davon. Dann haben wir noch mal etwas Apfelessig. Davon dann 80 Milliliter. Und dann brauchen wir noch unsere süße Quelle. Wir nehmen jetzt eben einen Muscovado-Zucker, also keinen normalen Haushaltszucker. Muscovado-Zucker bringt einfach noch mal so eine schöne Würzigkeit mit rein. Davon wollen wir jetzt auch 80 Gramm eben haben. Und jetzt noch ein zwei Großmarinen, um dann noch mal diese ganze schöne kräutige Würzigkeit mit reinzubringen. Das Ganze geben wir auf unseren Topf und bringen es eben zum Kochen. Wir sorgen mit extrem starker Hitze dafür, dass wir es sehr schnell zum Kochen bringen. Einfach damit wir kein Wasser verdampfen, dass wir es nicht zu stark beeinflussen. Wir wollen es nur kurz aufkochen, dass sich der Zucker richtig schön aufgelöst hat, damit wir es gleich sehr gut weiterverarbeiten können. In der Zeit, während das anfängt zu kochen, bearbeiten wir schon mal unsere Deko. Wir haben jetzt hier einen Apfel. Den halbieren wir. Halbieren ihn nochmal. Schneiden die Mitte dann eben raus. Und jetzt fangen wir an, daraus ganz dünne Scheiben zu schneiden. Und daraus werden wir dann nachher unseren Fächer eben machen. Ja. Unser Gästeglas steht auch schon bereit. Und was wir jetzt machen, ist dann eben, wir geben in unser Gästeglas, packen wir schon direkt alles rein. Noch etwas Zitronensaft, damit wir nicht die Kerne dazwischen liegen haben. Haben wir jetzt hier unser Feinsieb, das heißt, wir drücken unser Zitronensaft drüber aus von einer halben Zitrone. Jetzt siehst du, jetzt haben wir die Kerne schön aufgefangen, das passt wunderbar. Unser Schwab gibt hier in der Zwischenzeit alles. Und was wir mit diesem Schwab eben erschaffen, ist ein Zusammenspiel der Aromen. Also die Aromen kämpfen gegeneinander an und erschaffen dadurch eine neue Aromenwelt eben einfach. Und das sind alles Dinge, die du nicht hast, wenn du einfach nur Saft mit Sirup eben zusammenmischen würdest. So, jetzt kocht das Ganze schon leicht, das reicht uns schon. Jetzt nehmen wir davon, gehen wir auf unsere Waage. 30 Milliliter, falls du dich wunderst, warum ich, oder 30 Gramm, falls du dich wunderst, warum ich hier immer mit meiner Küchenwaage eben arbeite. Ich habe dir ein Video unten in die Beschreibung gegeben, wo ich diese einzelnen Schritte nochmal genauer erkläre. Und da kannst du dann gerne nochmal drauf zugreifen. Und da haben wir alles übersichtlich für dich zusammengestellt, wie du Drinks eben anständig zu Hause machen kannst. Jetzt nehmen wir noch etwas Gingerbier, gießen das Ganze oben drauf. Bevor wir das Eis reingegeben haben, einfach um jetzt dafür zu sorgen, dass wir den Sirup vorsichtig mit dem Gingerbier verrühren können, ohne dass wir dabei eben die ganze Kohlensäure verlieren. Und jetzt haben wir unser Eis direkt aus dem Froster, gehen wir hier rein.
Da steht da alles drin. Jetzt haben wir hier unsere schöne Minze. Davon bedienen wir uns jetzt. Gehen wir noch einen Strauß Minze mit rein. Du darfst nicht vergessen, das Auge trinkt mit. Extrem wichtig. Umso schöner die Dinge aussehen, umso besser schmecken sie auch, ja, in unserem Apfelfächer. Und fertig haben wir ein Rosmarin-Apfel-Ingwer-Drink, ja. Klingt alles extrem gut, ist extrem komplex, sehr wohlschmeckend und ist sogar richtig gesund, ja. Schmeckt mega und ja, funktioniert einfach. Probier es einfach mal aus, schick mir ein Foto von deinem fertigen Drink und entdecke einfach alkoholfreie Drinks für dich neu und geh da vor allen Dingen einfach mit einem, wie heißt das so schön, Open Mind dran, ja? Hab kein schlechtes Gewissen, hab keinen schlechten Gedanken daran, probier es einfach aus, es funktioniert extrem gut. Zum Wohl, danke.